Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in Los Angeles vor dem BMO Stadium. Heute spielt Los Angeles FC gegen Atlanta United und irgendwie will ich es heute auf diesem Rasen mit meinem Fuß schaffen. Viel Spaß in diesem Video, let's go. Du stehst hier auf der Straße und kannst gefühlt schon zuschauen. Du musst gar keine Karten kaufen eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, das Spiel läuft schon seit 7 Minuten, 8 Minuten. Wir sind zu spät. Ich habe auf jeden Fall 3 Tickets bekommen von Timothy. Den werden wir vielleicht später noch sehen. Der spielt auch auf jeden Fall bei LAFC. Deutschlandflagge. Irgendwo hier sitzen wir auf jeden Fall, Leute. Ich weiß nicht genau wo. Wir werden es gleich rausfinden. Also wir haben auf jeden Fall spezielle Plätze. Ich weiß, ihr seht noch nicht viel von dem Spiel. Aber hier lang, rechts runter, spezielle Plätze. Field Club. Ich bin auch noch nie so in ein Stadion reingegangen, aber it is what it is. Ladies and Gentlemen, es gibt auf jeden Fall Free Beer für uns. Oh, das so. Wir wissen ja, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Ja. Heute gibt es kein Rekordtrinken, nein. Ich habe noch nichts von dem Spiel gesehen, Leute, sorry. Geht nur darum, dass ich auf den Platz schaffe. Bestellt, ich will nur kurz zeigen, wie nah dieser Platz hier schon ist. Schaut mal da rein, Leute. Seht ihr das? Da ist direkt der Rasen, Leute. Ich werde sowas von auf diesen Rasen kommen. Wenn ich das heute nicht auf den Rasen schaffe, ist wirklich, habe ich nichts erreicht. Weißt du, sorry, Mr. Ostefer. Wir können auch mit dem Bier schauen. Mal ein anderes Level, wenn du hier umsonst hinkommst. Das ist cooler für uns. Ein Bier für $20. Bro. Ach so, ja, das macht Spaß jetzt, ja. Can we get 4 beers? Yeah, you have your IDs on you? Yeah. Warum müsst ihr aber 4 haben? 2 für mich. Perfect. Es wird auf jeden Fall kein Rekord trinken heute, nein. 2 für mich. Ich denke mal, das sind VIP-Bänder auf jeden Fall. Es sieht wunderschön aus. Es ist riesig. Die Dance. Gefällt mir. Hat Stil hier, oder? Klar, sieht aus wie ein Typico, aber sonst. Bro, Digga, das sind kranke Plätze, Alter. Junge, ich kann dir fast die Hand geben. Ich könnte jetzt locker jumpen und der würde mich nicht kriegen. Stadion sucht das Fest, glaube ich, auch. Absolut nicht, Bro. Das sind die Bruder, da sitzen. Weißt du, wie Spieler brauchen, oder? Wir sind wirklich verdammt nah. Also so nah. Für alle Leute, die es nicht wissen, wir sind auf jeden Fall für LAFC. Die anderen ja gar keine Fans. Von Atlanta, wo sind die? Wie viel geht das Spiel aus? Sag einfach, irgendeine Zahl, random. Jetzt Eckball. 2-0. 2-1 LA. 3-0 LA. We out here. Jetzt das Ding ist hier. Ja. Laut dahinter. 2 Fouls hatten wir gerade, Ladies and Gentlemen. 14 Minuten sind wir drin. Saves 3 Stück. Also deutlich LA ist deutlich vorne. 3 Schüsse aufs Tor schon. Allein, Bro. Ist das so nice? Wow. Alter, das ist wow. Schaut mal, wie nah, Leute. Schaut mal, wie nah die hier sind. Ich kann die fast riechen. Boah, schau, wie nah der ist. Schau, wie nah der ist, Alter. Boah. Erste Halbzeit ist vorbei. Wir schauen rein. Es war geil. Also ehrlich, diese Sitzplätze, muss ich ehrlich sagen, geilste Sitzplätze meines Lebens. Ja. Ich hab's unterschätzt. Ich sag ehrlich. Das Stadion, aber das ist eine meiner coolsten Stadionerfahrungen ever. Weil ich keinen einzigen Spieler kenne. Ja. Egal, es geht einfach nur um die Erfahrung. So kann man Fußballfan werden, weißt du, ich meine. Also, Ladies and Gentlemen, hier ist auf jeden Fall während des Pausenbereichs oder während der Pausenzeit. Also, Ladies and Gentlemen, hier ist auf jeden Fall ein Essensbereich, wo man sich allerlei Leckereien schnappen kann. Laut das, Birria, Fleisch, Rindfleisch, geschmortes, bisschen Salsa. Wie heißt dieser mexikanische bröckelige Käse? Parmesan. Perfekt. Was war das aber gerade? Das war schon ein bisschen... Okay, iss mal. Boah, das ist geil. Wir sind nicht in Mexiko, aber es ist immer noch okay. Das Geile ist, wir sind gerade in einem Stadion. Ne? Das Zeug schmeckt doch. Das Zeug schmeckt rein. Super. Solid einfach. Wow. Was geht, alles fit. Ja, bei dir? Komm mit. Ey, ich kenne dich nur aus dem Internet, Mann. So, voll gut. Ah, wie läuft's? Nicht ganz fit, aber... Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall. Timothy Tillmann hat uns diese Karten organisiert. Wir könnten ein bisschen Brüder sein. Ja, er ist der schön erfolgreich, ich bin der Loser. Eine Sache muss auf jeden Fall auch im Video gesagt werden. Dankeschön für die Tickets, Bro. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass ihr hier das seid. Das freut mich echt. Wir haben es auch gerade wirklich vor Kamera gesagt. Geilste Stadionerfahrung ever. Thank you, guys. Thank you. Was ist das hier für ein? Erklär das mal bitte. Dürfen hier nur Spiele rein, oder was? Hier geht es normalerweise da links in so eine Kabine. Ey, Bro. Oh. Okay. Hier sind diese Logen. Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall crazy. Ich sag dir ehrlich, auch das Stadion an sich. Wo ist Nico? Da hinten kommt er. Kommt da hinten. Shots, water, beer, soda, than that one right there. Okay. You got your shots right here. Thanks, bro. Lucas is mixing some drinks, bro.
Wir haben es hier einfach reingemacht, Ladies and Gentlemen. Das ist auf jeden Fall der Private Area, wo niemand hinkommt. Hier ist Security, hier ist Fußballer, alles drin. Leute, wir werden aufs Spielfeld schaffen. Ich will hier drin nicht so viel filmen, weil es ist ein Privatsphäre. Nehmt es mir nicht böse. Wir sehen uns gleich wieder. Es ist fast ein Tor geschossen worden, auf jeden Fall. Eine Minute, 37 Sekunden später. Also Leute, wir kommen auf jeden Fall dem Rasen näher. Ich werde es irgendwie schaffen, ist mir egal. Und wenn ich hier rausfliege. Hey, how you doing, bro? Welcome. I'm good. Ich bin nicht weit weg, Leute. Junge, da war fast ein Tor. Laber nicht! Soll ich mich warm machen? Soll ich mich kurz warm machen? Wie ist das Feeling, wenn man da auf dem Platz steht, Bro? Hier ist krass, weil wir halt echt geile Fans haben auch. Krasse Fans, oder? Gerade wenn du auf das Tor, auf dem Tor ein Tor schießt. Ja. Vorbei, gell? Vorbei. Leben im Room, expensive shit, Baby, die Karte brennt. Lady of Rap, Boy, macht doch böse in meinem Bett, Spagat. Au, au, au. EI, this is Los Angeles. Au, au, au. Ey, seit 90 Minuten geht's aufs gegnerische Tor und der Ball geht einfach nicht in dieses Netz. What the f***? Es gab ein Torschuss. Was? Atlanta hat nicht mal einen Torschuss. Oh, der Ball kommt. Er kommt zu uns. Ich will Köpfer machen. Wenn die jetzt, die gegnerische Mannschaft, ein Tor schießt, Video aus, Video wird niemals online kommen. Ich sag so, wie es ist, dann bin ich sauer. Schau Timothy an, schau Timothy an. Der Bruder ist drin. Oder? Nur wenige Minuten später. Ladies and Gentlemen, der Moment kommt jetzt. Wir gehen zum Mittelpunkt, ist mir komplett egal. Did you make this? Wir gehen Mittelpunkt. Just one picture, okay? We'll be right. Yeah, you know nobody, you know, but he's a runner. He's a runner. This is on fire. Talking in his bitch. Sag dir ehrlich, Bro. Manchmal ist schlimmer? Hier spielst du halt wirklich nur, um zu gewinnen. Und klar, so jetzt war schon Enttäuschung da nach diesem Champions League-Finale. So. Hier geht es mehr um dieses Spaß haben, ja, genau. Sport machen einfach. Die Fans kommen hier hin, um einfach ein geiles Event zu erleben. Und nicht unbedingt, um zu sagen, okay, wir wollen das beste Spiel um die Lebens. Was auch besser ist, weil ich sag so, wie es ist, an alle Fußballfans da draußen, dieses Schlägern, dieses Hauen, dieses Gewalt hat nichts mit Fußball zu tun. Am Ende des Tages, meiner Meinung nach. Pyrotechnik ist kein Fußball, oder was? Ist nicht. Spiel manchmal einfach. Ist schon geil. Sagt er, I love it, Alter. Junge, Alter. Das ist krass, Alter. Das ist wirklich geisteskrank. Ein dicker Kuss geht raus an Timothy. Lukas, Nico, ich sag so, wie es ist, einmaliges Erlebnis hier. Lass gerne ein Like und einen Kommentar da. Es war eines der krassesten Stadionerlebnisse meines Lebens. Zu late, ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Drink it faster, das kommt eh nicht ins Video, das wäre ein Outtakes. Du kannst halten. Oh. This goes so bleach in your teeth, my friend. Saubere Ballannahme, dieser kleine. Die müssen auf jeden Fall verlieren. LAFC ist auf jeden Fall schwarzes Trikot, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, ich sollte Fußballkommentator werden. Bruder, ich habe einfach ein Tor verpasst. Nein, kein Tor. Elfmeter. This is Los Angeles. Ah, schau mal, Jane Smith. Where? Jane Smith. Right. Oh, that's fresh, that dude. Was bekomme ich, wenn ich jetzt aufs Spielfeld treffe? Torwart Küsse.